Wir fragen zunächst, woran liegt es, dass so viele Muslime in Deutschland leben und so viele davon nicht beten? Woran liegt das? Woran liegt das? Wir fragen uns diese Frage. Und ich habe darüber nachgedacht, woran das liegt. Und was ich gesehen habe, ist, dass in den meisten Fällen daran liegt, dass die Aufklärung fehlt. Und zwar die Aufklärung in deutscher Sprache. Es hat sicherlich schon jeder mal gehört, du musst beten. Hat er ja, okay. Aber es kommt dann immer eine Ausrede dazwischen. Die Ausrede, ja, du bist noch jung. Ja, Gott verzeiht schon. Auf diese Art und Weise. Aber wenn man es jemandem richtig verdeutlicht in der Sprache, die er wahrscheinlich am besten versteht, nämlich die deutsche Sprache, zumindest geht es vielen Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, so, gerade den Jugendlichen aus den arabischen Ländern, weil man eben zu Hause die jeweilige Umgangssprache spricht. Marokkanisch, Tunesisch, Ägyptisch, Libanesisch, obwohl das sehr nah am Hocharabischen ist, aber je nachdem, die jeweiligen Sprachen, ja, und das ist ein großer Unterschied von der Hochsprache zu den Dialekten, das ist teilweise ein großer Unterschied. Ich gebe dir ein Beispiel, das der Satz rauchst du. Auf Marokkanisch, Tikarru, auf Tunesisch, Tikayif, auf Ägyptisch, Tashrab Sagayir, auf Hocharabisch, Hel Enta Tudechinu. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gar nichts. Und so fällt es ihm natürlich dann schwer, den Koran auch richtig zu verstehen. Ja? So, und deswegen gehen wir rund und wir gehen davon aus, dass wir in jeder Stadt jemanden treffen, der vielleicht zur Moschee kommt und etwas hört und diese Sache aufnimmt und dass das ihn vielleicht dazu führt, den Islam richtig zu praktizieren. Denn ein Muslim, der erstmal anfängt zu beten, das ist der erste Schritt. Was ist mit dem? Was ist mit diesem Menschen? Der hat erstmal die Medizin eingenommen, die ihn davon abhält, schlechte Taten zu machen. Denn wir wissen, dass das Ansehen der Muslime in Deutschland oder auch weltweit teilweise schlecht ist, aus folgendem Grund, dass viele Muslime die Religion nicht richtig praktizieren. Du siehst muslimische Zuhälter, du siehst muslimische Drogendealer, du siehst muslimische Räuber, alles Mögliche sieht man, oder? Gibt es. Möge Allah die alle recht leiten. Aber natürlich ist der Muslim, der eine schlechte Tat macht, zur gleichen Zeit jemand, der dem Ansehen des Islams in Deutschland schadet. Und natürlich auch weltweit. Wenn wir rund gehen und fangen erstmal an, ihm die Medizin zu geben gegen die schlechten Taten, und das ist das Gebet, dann wird er sich inshallah verbessern und auch das Ansehen des Islams verbessern. Denn das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Er sagt, Inna salata tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Und der Muslim, der anfängt, die Religion richtig zu praktizieren, der wird auch jemanden mitziehen. Der ist in seinem Fußballverein, der ist in seinem Sportverein, in seinem Fitnessstudio, je nachdem, wo er ist, in seiner Schulklasse, der bringt jemanden mit, einen Deutschen mit oder einen Italiener, einen Nicht-Muslim mit dem man dann über den Islam redet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Propheten Muhammad im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Als Barmherzigkeit für die Welten. Das heißt, wir müssen auch diese Barmherzigkeit in uns spüren, diesen Menschen etwas rüberzugeben. Und wir müssen wahrlich hier stehen, dass unser Herz schlägt für diese Botschaft. Und zwar jeder Herzschlag und dass jeder Atemzug, den wir machen, die für diese Botschaft ist, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo zu ihm gesagt wurde, je ayyul mudathir, komm veranwir, o du, der Eingehüllte, stehe auf und wache. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal aufgestanden ist, in dieser Dauer ist er nie mehr runtergekommen, in dem Sinne, dass er keine Dauer mehr gemacht hat. Sondern hat immer weiter die Leute aufgerufen dazu. Dies ist ein Zeichen des wirklich wahren Glaubens. Dass du dir Sorgen machst, dass du Barmherzigkeit in deinem Herzen hast für deine Nachbarn. Dass du nicht so denkst, ich bin gerettet, ich bin Muslim. Auf gar keinen Fall, glaub mir. Und du siehst einige Leute um uns herum, die versuchen die Dawa zu stoppen. Die erzählen dir,
Wenn du Dawa machen willst, musst du erstmal Wissen haben. Wir sagen, das stimmt. Was für ein Wissen? Musst du ein Alim sein? Nein. Ansonsten, wer will denn sonst Dawa machen, wenn nur der Alim Dawa machen kann? Du musst Wissen haben von dem, wozu du aufrufst. Und jeder Muslim muss Wissen haben, wer sein Schöpfer ist, was La ilaha illallah bedeutet, was Muhammad Rasulullah bedeutet und was es bedeutet und wie man betet, warum das Gebet wichtig ist, muss jeder Muslim wissen. Wenn er das nicht weiß, da fehlt etwas Gewaltiges, dann muss er dieses Wissen kriegen. Und dieses Wissen kann man in relativ kurzer Zeit beziehen. Vielleicht nicht detailliert, aber im Allgemeinen. Und wir sehen Leute, die sind zum Islam gekommen, deutsche Ingenieure, warum? Mit denen hat ein marokkanischer Maler geredet. Normaler Mensch, der hat gesagt, hör mal, glaubst du, es gibt einen Gott? Ja, so und so. Ja, wir Muslime, wir glauben auch dass an Mariam und so. Und der hat sich mit ihm unterhalten, hat Interesse gefunden, Koran geschenkt, Buch geschenkt und so weiter. Und dann ist er zum Islam gekommen. Weil es ist falsch zu denken, dass nur der Alim Dawa machen kann.